Eine Kamera hilft mir im Alltag und das mehrfach. Ja. Bei uns geht es wirklich so weit, dass wir in jedem Prophylaxezimmer eine Kamera installiert haben. Sie bietet so viele Vorteile, weil es einfach ein Türöffner ist. Bei jedem Patienten werden am Anfang Bilder gemacht und wenn wir fertig sind, auch zum Schluss. Und wenn uns irgendwelche Dinge auffallen, sei das jetzt White Spots, sei das jetzt ein Kronenrand, ein Füllungsrand, dann machen wir auch davon ein Bild, eine Ist-Situation. Für den Patienten ist es einfach nachvollziehbar. Ja, wenn er die eigene Situation groß auf dem Monitor sieht, dann ist das Verständnis des Patienten sofort da. Ja? Die Patienten verstehen eher, warum sie welche Behandlung brauchen, welche sie unterstützen kann, warum ein engmaschigerer Turnus vielleicht sinnvoller ist. Die Neupatienten, die sitzen dann immer da mit ganz großen Augen und finden das faszinierend. Die Kamera ist ein super Tool für uns als Anwender, aber auch für den Patienten. Die neueren, modernen Kameras, mit denen kann man natürlich auch mehr machen. Ja? Also man kann nicht nur extraorale Bilder machen, intraorale Bilder machen von Gesamtsituationen, also zum Beispiel Vorbleaching, Nachbleaching, sondern man kann auch eben die Köpfe wechseln und so kann ich sie auch zur Kariesdiagnostik einsetzen. Es unterstützt mich auch in der Dokumentation. Für die Kamera gibt es Einmalhüllen, ja, die werden ganz einfach und schnell vor dem Patienten appliziert, eingeführt und ich ziehe das dann ab. Ja, das liegt wirklich super eng auf der, um die Kamera herum. Ich spüre die gar nicht, ja, und kann es trotzdem sehr einfach anwenden.